begeistert haben Millionen den berühmten Roman von Heinrich Spörl gelesen und warten auf den neuen Film. Die Feuerzangenbowle. Neu angerichtet wurde die amüsante Geschichte, dass ein Mann seine Jugend noch einmal erleben möchte. Aber wird man mir den Primaner glauben? Mir? Wer ist denn der Dunkle, der mit der Nickelbrille? Neuer, der kommt aus Berlin. Was? Der Dr. Pfeiffer ist verreist? Pfeiffer, Johann. Mit einem F oder mit zwei F? Mit drei F, Herr Professor. Eins vor dem Ei und zwei hinter dem Ei. Auch eine Kleinstadt hat ihre Reize. Ihre Frau Mutter? Nein, meine Mutter lebt nicht mehr. Aha, dann wahrscheinlich eine Tante. Wir sind hier in Dingskirchen im humanistischen Gymnasium und nicht auf der Tauentzien. Lasst sie den Bruder in Ruhe. Ist ja noch ein halbes Kind. Wir wissen doch gar nicht, wie man das macht. Wir müssen eben üben. Andererseits aber auch von der unbedingten Ausdruck. Was war das? Ich weiß doch schon, wie das Ende sein wird. Du sträubst dich erst ein bisschen und bringst eine ganze Menge Argumente hervor. Aber keines von deinen Argumenten ist so überzeugend wie meines. Mein Gott, sind sie schlimm. Herr Pfeiffer, was tun Sie denn? Lassen Sie sich von liebenswerten Schauspielern bezaubern und genießen Sie die neue Feuerzangenbowle. Und jetzt werde ich Ihnen einmal daran die alkoholische Gärung demonstrieren. Die Sittlichkeit ist in Gefahr. So, Sie sind also seine Tante. Es gibt Überraschungen am laufenden Band und alles dreht sich um die Liebe. Buben sind nicht schlecht, sie sind bloß jung. Das weiß ich besser. Da setzt einer Schüler auf dieser Lehranstalt. Was machen Sie da? Fleißige Schüler arbeiten sogar in der Nacht, um ihren Lehrern eine Freude zu bereiten. Hier gibt es Jubel, Trubel und Gesang. Das ist ja merkwürdig. Sie sind ja noch im Stimmbruch. Ich bin in vielem sehr zurück. Das liegt an meiner Tante. Die lässt mich nämlich nicht. Wo der Kleine nur bleibt. Es ist doch schon nach drei. Na, um die Zeit geht er in der letzten Zeit viel spazieren. Er hat so einen Drang ins Grüne. Ich will... Im Mündlichen sind die Damen begabt. Aber wie steht's mit den anderen Fächern? Worum geht's denn? Ich glaube, die Fortpflanzung soll eingeführt werden. Sie brauchen nicht rot zu werden. Und die Flucht ergreifen brauchen Sie auch nicht. Einen solchen Fall sittlicher Entgleisung in meiner Anstalt zu erleben, das ist die Höhe. Ich blicke in einen Abgrund. Knebel. Wer lieben will, muss leiden. Pfeiffer Johann, du kannst dich wieder begleiten. Deine Ehre ist wiederhergestellt. Warum sind Lehrer eigentlich im Originale? Die Schüler machen sie dazu. Sie werden so aus Notwehr. Ach, komm an! Holen Sie sofort die Polizei! Noch! Rufen Sie die Feuerwehr! Der Herr Direktor, sehen Sie denn nicht? Wer von beiden ist denn nun der Richtige? Ein turbulenter Spaß. Ein Film für Jung und Alt. Eine herrliche Geschichte. Euch ist sie gewidmet. Und ich nenne sie in dankbarer Erinnerung die Feuerzangenbowle. Demnächst in diesem Theater.